Hallo, ich bin die deutsche Sprachausgabefunktion von Google. Ich führe durch die folgende Komposition Ghostbox Music von Matthias Kranebitter. Eine Ghostbox oder Spiritbox dient zur Kommunikation mit den Seelen Verstorbener. Es handelt sich hierbei um das Phänomen der Tonbandstimmen. Englisch als EVP, Electronic Voice Phenomenon, bezeichnet. Dies sind unerklärliche Hörereignisse innerhalb akustischer Aufzeichnungen, die als gesprochene Sätze oder Satzfragmente interpretiert werden können. Die Ghostbox ist ein adaptiertes Radio, das in rascher Geschwindigkeit durch den gesamten Radiofrequenzbereich scannt. Der Wechsel von einer zur nächsten Frequenz erfolgt dabei ungefähr in einer Zehntelsekunde. Es ist so theoretisch nicht möglich, dass man zusammenhängende Phrasen oder sogar Wörter einer bestimmten Radiostation wahrnehmen kann. Dies soll es Geistern ermöglichen, das Ganze als eine Art Trägerfrequenz zu nutzen und dadurch ihre eigenen Worte oder sogar mehrere Worte in Folge für das physikalische Ohr hörbar zu machen. Die folgende Aufnahme entstand mit einer Klettronic WE-775 am 5. Dezember 2017 im Tonhof in Mariasthal um 21 Uhr. Der heilige Modestus, Missionsbischof in Kärnten und Gründer des Doms von Maria Saal, kam hier an einem 5. Dezember im 8. Jahrhundert gewaltsam ums Leben. Aus diesen Aufnahmen konnte ich mittels meiner Spracheingabefunktion insgesamt 297 Wörter aus 21 unterschiedlichen Sprachen erkennen. Diese Worte, durch meine Sprachausgabe erneut wiedergegeben, bilden die rhythmische Struktur der nun folgenden Musik. Die Tonhöhen und Instrumentalklangfarben entspringen der Computeranalyse der Zehntelsekunden-Samples der einzelnen Radiofrequenzbereiche. Thank you.
meiner Ergebnisse waren überraschend. Die Phrase «Čo som to nespravil» zu Deutsch, was ich nicht getan habe, wurde durch meine slowakische Spracheinstellung identifiziert. In der deutschen Einstellung wurden einzelne Worte wie Schmerzen, Kopf oder Brand erkannt. Der Tonhof war im Übrigen das ehemalige Landrichterhaus. Maria Sal war der Sitz eines Landgerichtes und Schauplatz mehrerer Hexenprozesse. Es sind 12 dieser Verfahren dokumentiert, 25 Personen wurden hier der Hexerei angeklagt, 15 von ihnen hingerichtet. Die letzte Hinrichtung erfolgte am 2. September 1723. Dem Bettler Christian Wucher wurde nach längerer Folter der Kopf abgeschlagen und sein enthaupteter Körper am Scheiterhaufen verbrannt. Unter den von mir niedergeschriebenen Worten fanden sich auch einige Ortschaften wie Großostheim in Unterfranken, Saint-Quentin-Fallavier in Frankreich, Prag und Glasgow. In welchem Zusammenhang diese Ortschaften stehen, ist unklar. Der heilige Modestus stammte laut Wikipedia wahrscheinlich aus Irland, nicht Schottland. Mit der rumänischen Spracherkennung lieferte ich das Resultat Casa din Africa, Haus aus oder von Afrika. Tatsächlich wurde in diesem Haus im Jahr 1806 der Botaniker und Afrikaforscher Friedrich Wellwitsch geboren, der mehrere Jahre seines Lebens in Angola und Kongo verbrachte. Ungeklärt in meiner Analyse bleiben Aussagen wie I love you, maybe we can make a row. Sex with orgasmus. Oder Scandinavian 25 cm. Die Clustering-Illusion, von Englisch Cluster, Häufung, beschreibt die menschliche Eigenschaft, zufälligen Mustern, die in ausreichend großen Datenmengen zwangsläufig vorkommen, Bedeutungen zuzuschreiben.
Die Clustering-Illusion entsteht unter anderem aufgrund der menschlichen Repräsentativitätsheuristik und dem Bestätigungsfehler, jene Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen bzw. bestätigen. http://de.wikipedia.org/wiki/clustering-illusion. Da in diesem Fall jegliche Analyse durch den Computer stattgefunden hat, kann dadurch also eine Fehlinterpretation ausgeschlossen werden. Wurden diese Worte tatsächlich von Geistern gesprochen? Oder gab es den Bestätigungsfehler durch eine Erwartungshaltung von mir, dem Computer, dem Zuhörer und Interpreten der Datenmenge? Mit der Benutzung der Google-Spracheingabe-Funktion erklären Sie sich einverstanden, dass alle Daten aufgezeichnet werden und an Google gesendet. Ihr Computer sendet auch andere Daten an Google, etwa Uhrzeit und Standort Ihres Computers. Chronik und Bookmarks Ihres Webbrowsers, Ihren Namen sowie die Namen und Beziehungen zu Ihnen aus Ihren E-Mail-Kontaktdaten. Diese Daten tragen dazu bei, dass die Diktierfunktion Ihre Diktate besser verstehen und erkennen kann. Informationen, die von Google gesammelt werden, unterliegen den Google-Datenschutzrichtlinien.